Morgen! Schön, dass ihr wieder hier auf meinem Kanal Künstlerstreich seid. Ich habe heute einen Plan und wir kritzeln heute, aber wir kritzeln ein Meer. Also hier machen wir erstmal einen Horizont und dann sollen hier so Felsen hin. Ich möchte hier ein Meer malen, wo oben großer Himmel ist. Die Schwierigkeit, die ich mir gesetzt habe, hier sollen so Felsen hin, ist, ich möchte ein türkises Meer haben bei Nacht. Okay, das ist heute meine Herausforderung und ja, ich freue mich voll drauf, aber ich weiß auch überhaupt noch nicht, wie ich es hinkriege, also keine Ahnung. Ein Nachthimmel und ja, ich mische mir jetzt erstmal ein paar Farben hier an. Das wird jetzt hier wahrscheinlich so mein Grundton werden für den Himmel. Also die Wolken werden ja so grau. Dann soll der Mond da irgendwie durchscheinen. Ja, ich schreibe dir aber auch wieder alles unter das Video. Ich lege mir ja auch erstmal alles hin. Palettenmesser brauche ich heute. Ich lege mir die mal auf die andere Seite. Hier habe ich so unterschiedliche Größen. Die brauche ich wahrscheinlich. Ja, und dann fange ich einfach mal an. Hier mit der Landschaft. Bei Nacht, also irgendwie brauche ich dunkle Farben. Hinten ja, soll das Meer sein und hier vorne will ich so die Küste, also das Wasser ist so türkis werden lassen. Jetzt also erstmal die Farben an. Hier habe ich so ein schönes Türkis. Ja, jetzt ist erstmal alles da. Also hier hinten habe ich so den Horizont, so das Meer. Es wird dann irgendwie zum Himmel und hier vorne will ich so auslaufen lassen. Und da finden wir jetzt mal ein Palettenmesser und verschmieren das jetzt. Ja, so modelliere ich mir das hier so hin und es macht halt total viel Spaß. Also die Farbe gleitet so schön übereinander und mischt sich so toll. Das macht richtig Spaß. Jetzt nehmen wir noch mal ein anderes Werkzeug. Den kennst du. Sehr schön alles verstreichen. Das ist wie auf so einem Blechkuchen, wenn du da den Teig rüber wischt. Ja, das macht Spaß. Jetzt haben wir schon eine bessere Vorstellung. Die Farben gefallen mir super gut. Und da hinten soll es jetzt noch ein bisschen heller werden. Soll so der Mond drauf scheinen. Da hinten. Okay, hier vorne soll auch der Mond drauf scheinen. Ist ja logisch eigentlich. Der ist ja nicht nur da hinten. Jetzt will ich da den Himmel hinmalen. Also mal gucken, da freue ich mich schon drauf. Zack. Du musst jede Gelegenheit nutzen, dich hier auch wieder locker zu machen. Ein Nachthimmel und der soll leuchten. Da oben soll der Mond irgendwie hin. Ich habe jetzt leider keine Vorlage. Also ich denke mir das jetzt so, dass da oben der Mond durchscheint. Nach unten wahrscheinlich sind die Wolken ein bisschen dunkler, aber irgendwie auch nicht, weil da hinten scheint ja auch noch der Mond durch. Also ich experimentiere hier.
Hier müsste sich eigentlich der Himmel und das Meer irgendwie treffen. Und dadurch habe ich längere Übergänge. Und hier läuft so das Meer in den Himmel rein. Das macht auch voll viel Spaß. Also auch hier so rumzukrickeln und zu mischen, macht voll Spaß. Scheint ja da in der Mitte auch wahrscheinlich das Licht vom Mond so durch die Wolken durch, durch die Wolkendecke. Dann sind sie mal dünner, die Wolken, mal dicker. Werde ich noch alles so ein bisschen mehr definieren. Noch ein paar Felsen, so will ich reinmalen, noch viele Lichter setzen und dabei es ja irgendwie entstehen lassen. Hinten könnten jetzt so Boote sein oder Felsen, Bäume, was auch immer das für eine Landschaft ist. Damit ändern sich so die Größenverhältnisse. Hinten könnten auch eine ganze Reihe von Schiffen sein oder Booten, die so nach in den Hafen segeln oder so. So kann man es halt machen, muss man aber nicht. Also kannst du auch einfach wieder wegnehmen.
Ich denke, ich höre jetzt so langsam mal auf. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich hier noch irgendwas draufsetze. Also in diesem Bereich könnte irgendwie eine Figur stehen, ein Bote dahin. Die Bewegung ist einfach toll. Also es gefällt mir total gut. Und ich lasse es jetzt auf jeden Fall erstmal so trocknen. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Es war so meditativ, man kann so abtauchen. Deshalb ist es im Prinzip egal, was du malst. Also ob du jetzt was Abstraktes malst oder so ein Zwischending, so wie ich heute, dann genieße das einfach. Versuch, dich zu lösen von irgendwelchen Vorgaben. Ich hatte jetzt eine Inspiration. Ich war im Museum und habe da die entsprechenden Bilder gesehen und dachte so, ja, das inspiriert mich jetzt gerade. Und dementsprechend bin ich zügig an die Leinwand und habe nicht so viel Zeit verstreichen lassen. Also das ist immer ganz schön, wenn du diesen Spirit so mitnehmen kannst. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß bei dem, was du tust und genieße einen ganz schönen Sonntag. Danke für dein Like, vielen, vielen Dank. Danke für dein Abo und herzlichen Dank für deinen Kommentar. Mach's gut, tschüss.